Herzlich willkommen, wir sind die Berzens von Gaubatz. Und heute zeigen wir euch Gläser in sportlichen und eleganten Outfits. Ja, los geht's mit unserer neu eingetroffenen Scuba-Ware von Japan TKY. Scuba haben wir euch ja schon mal im letzten Video erzählt von Harris Wolff London. Und jetzt ist es noch etwas leichter reingekommen, eben von Japan TKY. Das ist übrigens der Blazer, den ihr letztes Jahr auch alle so toll fandet. Damals gab es den in Fuchs. Schwarz, in Schwarz gab es den, in Dunkelblau und in so einem Cremeton. War auch genau. sehr, sehr gut. Und jetzt ist er in Pink reingekommen, in Lila. Diese Farbe nennt sich Brussia. Und das ist so ein Pflaumen-Auberginenton. Also ich finde den ganz mega. Das ist so ein Teil, wo, das kann man, also hier habe ich jetzt mal mit diesem Beigen an, mit diesem cremefarbenen Kreptischin-Blüsschen. Und die Ina hat das an, das ist kein richtiges Fuchsia, das ist so ein Erdbeer, Himbeer irgendwie, so ein. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, heute bei dem Regenwetter, Think Pink, dann ist alles gut. Und ich fühle mich pudelwohl auch in den Sachen. Das Ganze gibt es nochmal in einem Blö-Thema. Und der Blazer ist, wie ihr seht, ist ja mega auf Figur geschnitten. Ja. Der soll aber auch so sein. Und das ist so ein Jersey, was sich extrem zusammenzieht. Es hat einen extrem Elastanfaden. Und es ist relativ egal, in welcher Größe ihr ihn nehmt, weil er wird immer eng anliegen. Natürlich ist er, wenn man ihn ein, zwei Nummern zu groß nimmt, ist er natürlich vom Schnitt her schon ein bisschen weiter. Da kriegt man ihn auch zu. Aber das muss man selber für sich entscheiden, möchte ich einen Blazer, der eng anliegt oder ob er zugehen soll. Oder ob man ihn lieber nicht auflassen soll, so wie ich das jetzt gerade mache, weil da finde ich den nämlich auch schön und auch der Schnitt ist im offenen Zustand mindestens genauso gut, wie als wenn er zu ist. Ja, das ist halt wirklich, wenn man zumacht, ist es halt wirklich so ein kleiner, sexy Blazer. Ja, genau. Wir zeigen euch nachher noch, wie man den auch sehr, sehr gut sportlich kombinieren kann. Weil so, wie sie Ina oder ich jetzt anhabe, ist das also eher was so für ein Event, was weiß ich, Hochzeiten oder Kommunionen, Konfirmation, alles, was halt jetzt demnächst kommt, wo man nie weiß, oh, was ziehe ich an, bin ich overdressed oder wie, was, weil damit ist man eigentlich immer gut an und so. Aber es ist nicht zu, wie du schon gesagt hast, overdressed. Und auch die Ware, das ist so weich und so leicht, also das kann man auch mal, wenn man schick essen gehen möchte oder genau. so, einfach mal ohne Blazer mit einem Shirt, also wir zeigen euch da mal zwei, drei Möglichkeiten. Kombinationsideen, die wir uns so vorgestellt haben. Natürlich genau, also perfekt, auch wenn man ein bisschen, wie meine Mutter schon gesagt hat, ein Event hat, ist es natürlich Ton in Ton. Ja. Ja, und zum Frühling, zum Sommer, schwarz gibt es natürlich immer, aber ja, ist halt auch sehr winterlich und deshalb haben wir uns halt mal für die wunderschönen Farblocker entschieden. Also wenn jemand nicht ganz so auffallen und so laut gehen mag, dann ist also wirklich diese Farbe sehr schön und die kann das man ist halt auch mal ein bisschen was Neueres als ein Dunkelblau. Ja, das ist also das eigentlich schon ein Ersatz für ein Dunkelblau. Ja. Für ein dunkelblaues Outfit. Und die Hose dazu ist eine Schlupfhose. Die ist also ganz gerade geschnitten. Ist mir natürlich jetzt Kilometer zu lang. Aber das ist sehr angenehm. Also ist ganz bequem. Und vor allen Dingen, also gerade die Hose, die kann man wirklich in die Waschmaschine werfen. Also ja, man muss nicht bügeln, man hängt auch die Arme auch fertig. Also alles Waschmaschine, so wenn man unterwegs ist, wird auf Reisen so, man kann das abends so ein bisschen im Waschbecken durchdrücken, aufhängen und nächstes Mal wieder anziehen. Also ist wirklich absolut problemlos. Eine ganz, ganz tolle Kombination. Ja. Wirklich. Ach so, was dazu auch noch toll aussieht, haben wir neue Kaschmir-Schals gekriegt von Pur Schön. Das finde ich also auch toll, wenn man beispielsweise jetzt irgendwo hingeht, wie gesagt, gerade so wo eine Feierlichkeit ist, so Hochzeit und so weiter, dann und viele Kunden von uns erzählen, da friere ich dann so, wenn dann die Klimaanlagen an sind und so. Und dafür sind diese Schals natürlich ideal. Die nimmt man so mit, das ist das kann man also ganz eng oben am Hals machen, so. Oder auch wirklich wie eine Stola dann umhängen und man ist dann ein bisschen geschützt, wie gesagt, weil viele, wie ich jetzt schon erzählt habe, Klimaanlagenprobleme haben. Also, nein, sieht doch so schön aus. Also so selbst gut. Wenn man kein Blazer hat. Anstatt Jacke kannst du ja dann kann man das ja auch dann drüber ziehen. Ja. Es ist ein bisschen kompletter dann. Genau.
erreichen immer wieder Fragen von euch und auch kleine Beschwerden, dass die Artikel, die wir in den Videos zeigen, nicht in unserem Online-Shop zu sehen sind. Das werden wir jetzt peu à peu ändern. Ihr habt zum Beispiel jetzt schon die Möglichkeit, in unserem Online-Shop haben wir für euch oben einen Reiter vorbereitet, Artikel aus aktueller Fashion Show. Da könnt ihr draufklicken, dann seht ihr schon mal alle Teile, oder was heißt alle? Wir bemühen uns, so viele Teile wie möglich in diese Kategorie einzustellen. Da könnt ihr euch die dann in aller Ruhe angucken, welche Artikel wir euch vorgestellt haben. Ihr könnt die darüber kaufen, ihr könnt anrufen, ihr könnt eine WhatsApp schicken, ihr könnt eine E-Mail schreiben. Also das ist alles kein Problem. Es wird sich in Zukunft immer mehr verbessern. Und genau, und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Verlinken können wir hier leider noch nicht, weil wir ein zu kleiner Kanal sind auf YouTube, aber vielleicht ändert sich das ja auch, wenn ihr fleißig unseren Kanal abonniert. Danke! So, jetzt sind wir in der Farbe Prussia, etwas sportiver. Oder auch Aubergine oder Lila genannt. Unterwegs. Also es gibt jetzt, ihr seht, das ist die Cindy-Hose hier, diese in der Technik Techno-Baumwolle, die es halt schon immer und ewig gibt und immer super gut ist. Kann man natürlich auch so, wie das damit kombinieren, wird das Ganze wieder ein bisschen sportlicher. Ich habe aber immer noch die Seidenbluse an dazu, also ihr seht, nicht nur für Anlässe. Und was ich euch jetzt zeigen will... Nein, das Special-Schalbinden wird leider noch vertan. Es sind die Schals, auf die wir warten, kommen ganz einfach nicht bei. Also so wie die Lieferung eingetroffen ist mit unseren neuen Schals, wir kriegen ganz tolle neue Seidenschals. Und so wie die Lieferung da ist, kommt dieses Thema... Sein Thema. Mein Thema. Ja, aber was momentan eingetroffen ist, sind erstmal diese Niki-Tücher, auch aus Seide. Finde ich ganz, ganz toll, mit ganz tollen Motiven. So, also ganz einfach, ne? Niki-Tuch, so. Und einfach, ich spinne es jetzt erstmal ganz einfach hier vorne, so, ein bisschen locker. So, dann könnt ihr es also so anziehen. Ganz einfach, das sieht was aus. Oder man dreht es um. Man macht das Ganze dann nach hinten und macht es so, dass es hier vorne die Spitze ist. Man kann die Spitze dann auch mal reinstecken, dass man nur so ein bisschen was am Hals hat. Also Niki-Tücher kennt ja fast jeder, waren halt früher mal, so vor 100 Jahren war das natürlich mal ein Megathema. Und es kommt wieder. Es kommt, so, es wird also es alles schon so wieder. Ein bisschen klassischer. Also, dann, also das Muster gibt's. Es gibt dieses Tuch, das heißt Asia, also das hat solche asiatische Blüten und der Fächer. Und ganz leicht, also eine ganz tolle Seide. Dann gibt es dieses hier, das ist, das heißt New York. Ist auch toll. Und diese Seide ist halt wirklich auch schön. Ne? Die ist also, es ist halt sehr angenehm, das ist nicht warm, also die kann man wirklich so noch drüber tragen. Und dann gibt es noch das ganz lustige. Das heißt, like ice in the sunshine. Gino Stellati. Ja, like ice in the sunshine. Italia. Kommen wir ja bald wieder hin. Italia. Also finde ich gut, finde ich so klasse. Aber du siehst sensationell aus. Ja, also ich fühle mich auch so gut. Ich fühle mich auch richtig gut. Also ja. Ich fühle mich wirklich, also das ist so echt meins. Ne? Schal, ich mag es gern, wenn es draußen frisch ist und so weiter. Ich liebe einfach Schals dann. Also das ist jetzt die Alternative. Farbe von, was meine Mutter vorher gezeigt hat, von Pur Schön, handgewebter Kaschmir aus Nepal. Moment. So, ja. Das der fällt so in sich zusammen, der ist nicht ganz so, wie gesagt, ihr kennt sie ja alle, was erzähle ich, ne? Brauchen wir ja nicht weiter drüber zu reden, mega cooles Muster. Ja. Und so, das ist jetzt die Alternative, genau, zu der Jacke, genau, das ist, ne? Die Alternative. Das ist dann so eher Laser. Genau, und die ist nicht so ganz durchkonfektioniert, die ist nicht so, also der Blazer ist auch nicht fest, aber der ist halt, ne, mit den Abnähern, mit den Schulterpolstern, soll halt und das so weiter. So sein, ne? Genau, der soll so sein. Die hier ist einfach lockerer geschnitten und nicht ganz so fest. Ja, hat die seitlichen Taschen, also ist halt quasi die Blousonform. Blousons sind mega im Trend, jetzt auch als Blazer, beziehungsweise wenn man den zumacht, kannst du den auch als Blusenersatz als genau, Bluse so, nehmen. Ja. Und dann ist das auch okay. Ja, einfach nur mal
Top drunter. Genau. Oder ja. Sogar eine Bluse noch mal. Ja, oder noch eine Bluse drunter, mit einem Stehkragen, so wie es meine Mutter jetzt anhat. Ja. Ist alles wunderbar. Dazu habe ich die khakifarbene Hose von Nine in the Morning, die ganz relativ neu reingekommen ist. Und das ist die klassische Gino-Form, auch in einer ganz leichten, satinierten Baumwolle. Und die fühlt sich einfach nur toll an. Die ist einfach nur leicht. Ich habe sie jetzt mal hochgekrempelt, damit sie nicht ganz so klassisch ist. Ja, die dreht sich mal irgendwie nach hinten, glaube ich. Ist das die mit den Taschen? Ja. Also ich finde, die hat so einen tollen, die hat so einen super Schnitt. Ja, die ist auch richtig so klasse. Gut aus. Die ist jetzt halt wieder ein bisschen schmaler geschnitten, aber ich finde es einfach, ich finde es richtig cool. Man muss ja nicht immer nur weit und nur gerade und nur das. Nee, so eine Skinny-Form, wenn sie nicht mehr ganz, für mich jetzt, wenn es nicht mehr ganz so extrem ist, absolut super. Ja, gut. Wir können euch das Ganze nochmal zeigen mit Jeans. Findest du Jeans? Klar? Das machen wir jetzt auch. So, und jetzt ganz sportlich. Also, das ist jetzt der gleiche Bläser, den ihr anhattet auf einer Hochzeit oder Konfirmation oder Event, irgendeine Veranstaltung. Den zieht ihr jetzt an in dieser Kombi, wenn ihr mal schnell einkaufen geht. Wenn ihr mal schnell essen geht und dann lässt er den Blazer im Auto liegen und dann wenn es frisch wird, dann holt er den euch. Oder natürlich auch zum Business auf jeden Fall. Ne? Ja, kann das sowieso. Natürlich dann das sowieso. So toll kombinieren. Also ich denke, wir haben euch jetzt wirklich gezeigt, wie man so ein Teil verschieden gut kombinieren kann. Ja, das denke ich auch. Wenn ihr noch Fragen habt, oder... Ja, aber du hast noch gar nichts zu dir erzählt. Achso, ich habe noch gar nichts zu mir erzählt. Stimmt, ich habe ja noch gar nichts erzählt. Also ich habe ja, wie gesagt, diesen pinkfarbenen Blazer an, weil ich finde, das ist eine super coole Farbe. Und das Tolle ist auch an dieser Ware, das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt, die verwäscht sich nicht. Die bleibt immer so. Und das ist total richtig, total cool, weil da kann man nämlich auch mal in so Farben gehen und kann sich auch mal trauen, so einen Blazer zu nehmen, weil den hängt man dann vielleicht auch mal einen Sommer in den Schrank, wenn man sagt, oh nee, also jetzt kann ich es gerade nicht mehr ertragen. Und holt ihn dann wieder raus und er sieht wirklich noch genauso aus, wie wenn ihr ihn jetzt gekauft habt. Und was man auch noch gar nicht erzählt hat, weil die sind also wirklich auch zu bezahlen. Ne? Achso, ja, genau. Und die haben natürlich auch noch einen super Preis. Dieser schöne Bläser kostet 199,95 €. Meiner kostet, glaube ich, 209 oder was. Also die sind alle so in dieser. Ich habe Eisfinger. Die sind alle so in dieser Preisklasse. 210, also 209,95 €. Ja. Genau, und dazu habe ich auch gar nicht erzählt. Also das T-Shirt, was ich jetzt das ganze Video anhabe, ist von Soluzione. Das ist eine reine Baumwolle. Das hatten wir letztes Jahr schon mal gehabt und das kam so gut bei euch an, dass wir das wieder mit dazu genommen haben. Das ist eine super tolle Baumwolle, das kühlt richtig. Also das ist ein richtig. Das ist eine messerbasierte Baumwolle. Ja, also die Qualität von diesem T-Shirt ist der absolute Hit. Dazu habe ich eine Color Denim an von Nine in the Morning, leichter Easy Kick, die Sneaker von Hoff und ja, was ja, hast du an? Und ein T-Shirt. Ich habe ein T-Shirt an von Not Shy, eine neue Firma von uns. Habt ihr vielleicht schon im Special gesehen? Also die sind mega. Das ist so ein ganz leichtes Leinen, ist ganz weich und ganz angenehm. Also dieses T-Shirt ist, also finde ich sehr schön, weil das so ein bisschen einen längeren Arm hat. Gibt es noch mit V-Ausschnitt, gibt es mit dem Polokragen. Genau, dazu gibt es die passenden Hosen, es gibt die passenden Shorts und alles in Orange, in Pink, in Hellblau, in Weiß, in Schwarz, in Khaki. Also man kann das auch ganz toll untereinander kombinieren. Und dazu habe ich jetzt eine Hose an von Raffaello Rossi, die Chain. Die ist also auch immer. Die auch jedes Jahr immer wieder total begehrt ist. Und ja, das ist so eine ganz leichte Baumwolle mit einem Stretchanteil drin. Ja, und wie gesagt, mit dem Bläser oder auch mit dem Schal, den ich euch vorhin gezeigt habe. Alles gut. Dann bis nächste Woche. Einen schönen Sonntag. Ja. Macht es gut. Ja, ciao. Tschüss.